Wenn der Kaminfeger am zweitletzten Tag vom Jahr zu uns rauskommt, ja, dann hat er bei uns natürlich auch noch andere Pflichten. Wir sind zwar froh, dass er zu uns rauskommt, aber wir haben von ihm natürlich auch noch mehr erfahren. So, kommen wir raus. Grüß Gott wohl. Hallo, Kaminfeger. Hallo, Kaminfeger. Ja, oh, das ist ja langes Leute. Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin da. Darf ich auch? Ja. Danke vielmals. So, excuse. So. Jawohl. Machen wir gleich zu. Zum Putzen. Backstein auf und auch da. Tipptopp. Dann fangen wir gleich an. Jawohl. Das ist gut. So. Dann würden wir jetzt euch noch anführen, wenn wir schon fertig sind mit der Arbeit. Holz haben wir eingemacht hier. In den wunderbaren Specksteinofen. Von oben nach unten anführen, tipptopp, machen wir zu. Dann bleibt das Feuer schön im Ofen hin. Und das war's. Danke vielmals. Ja, was kann ein bisschen passieren, als wenn der Kaminfeger am zweitletzten Tag des Jahres noch zu einem Kunden rauset und dann nicht das Feuerwerk wieder ganz anders vor sich her brodelt und wieder wärmt. Und etwas müsst ihr wissen, wir haben halt nur eine Holzheizung. Was heisst schon nur? Wir haben den Vorteil, wenn mal kein Strom ist, haben wir zwar kein Licht, kein Kühlschrank, kein Tiefgefrier, aber heizen, selbst könnten wir noch. Wir würden das in Dunkelheit und Wärme natürlich zusammensitzen können. Das wäre noch unser Vorteil. Und das wäre alles nicht möglich ohne Kaminfeger. Eben der Paul Grässli bei uns. Er ist ein Kaminfeger, aber Paul, wir fangen jetzt mit ganz etwas anderem an. He? Wir fangen jetzt doch einfach ein bisschen mit Poesie an. Genau. Und der Kaminfeger bringt natürlich Glück ins Haus. Vor allem halt jetzt ist Hochsaison fürs Glück. Alle Menschen wollen Glück und ich behaupte, jeder Mensch kann einem anderen Menschen Glück bringen und wünschen. Er muss einfach positiv auf ihn zugehen. Ich bin oder durfte mit ins Ausland mal und habe dort unter anderem mal eine Geschichte geschrieben. Da ist mir einfach so ein Zink im Flüger zwischen Jutza, im Flughafen Zürich, bis man ein bisschen mulmig wird, dann, wenn man hockt und man weiss, fliegt recht oder was gibt es echt alles. Du, bevor wir es weitermachen, rein brutzt das Holz. Wunderbar. Du bist noch am Ofen, so hast du einen warmen Rücken? Ich habe sehr warm und auch sehr warm. Es kommt mir so wieder Kopf auf. Es steigt Wärme auf. Aber es ist natürlich schon so, Erde, Feuer, Wasser, Luft und das ist das Element Feuer. Und was will der Mensch machen ohne das Element? Ohne Feuer, ohne Sonne gehen gar nichts auf der Welt. Also das ist eine Art schon genug Philosophie. Der Weltenlauf. Als noch nichts war, was war da? Weil das Licht nicht war, war es dunkel. Im All hatte Sterne, aber keine Sonne. Der unsichtbare Mond wanderte durch die Gezeiten des Universums. Millionen von Läusen krochen heimatlos umher. Dann kam das Feuer mit Blitz und Donner auf dem Baum. Und in ihm und um ihn wurde es hell, taghell. Die Läuse erschraken sehr. Dann regnete es eine Ewigkeit. Und so entstanden aus kleinsten Läusen große Tiere, die auch großen Hunger hatten. Das nahrhafte Grünfutter wurde in den höheren Lagen bis auf den Grund abgenagt, wodurch die Felsen entstanden. So gab es Blattläuse und Felsenläuse, sogenannte Steinläuse. Papa, warum gibt es Ameisen? Die sind zum Maismachen da. Aha, danke Papa. Mama sagt, morgen gibt es Mais zu Mittag. Sind da Ameisen drin? Nein. Aha. Es hat Ribbelmais, Rheintaler Ribbelmehl drin. Der sieht aus wie Vogelfutter mit Butter. Wo ist das Rheintal? Ist es dort sauber? Ja, es ist so sauber, dass man die Felsenberge sehr nah sieht. Nur wenn die Maiskocher am Kochen sind, gibt es Nebel. Und dann siehst du nur schwarz-weiß. Papa, wieso ist Nebel schwarz-weiß? Weil die, welche die Mais kochen, keine Zeit und auch keine Farbe haben, um den Nebel zu streichen.
Nebel haben wir, gell? Poesie haben wir auch. Jetzt, du bist mir ein bisschen vorgekommen wie der Albert Einstein. Der hat sich seine Kindlichkeit auch behalten und hat dank dieser Kindlichkeit ja unglaubliche Theorien aufgestellt. Also ist der Chemiefeger noch ein bisschen dein Nebenjob? Nein, ich liebe Chemiefeger wirklich sehr. Also das ist für mich immer noch der Traumberuf. Wenn ich denke, wie ich zum Chemiefeger gekommen bin, dort mal, wo ich noch mal in die Schule wollte, wäre wahrscheinlich, also Entschuldigung, mich hat man wahrscheinlich in die Timeout-Schule gesteckt. Ich war ein bisschen strick im Gamsenberg oben. Wenn ich denke, dass ich noch mal in die Schule keine Lehrstellung hatte, ich hätte gerne Forstwart gelernt, oder Schreiner, Zimmermann, hatte einfach keine Lehrstellung gehabt. Dann bin ich mal halt zur vorgerückten Stunde auf dem Löbli, wie man dort mal geheißen hat. Es gab kein Klosometli, es war das Löbli, das WC. Mit Rücktritt übrigens. Dort gehockt und habe unter anderem die Zeitung gelesen. Und dann war ein Inserat in der Zeitung. Kaminfegerlehrling nach Zitzers gesucht. Dann dachte ich, gut, dann lerne ich jetzt Chemiefeger. Ich hatte zwar an unserem Chemiefeger, der aber kam, brutale Angst gehabt. Nur schwarzer Kopf. Weiss hat man noch von den Augen gesehen und die Zehen sind noch etwas weiss. Halt, hast du jetzt aufgeputzt oder siehst du alles so aus? Jetzt sehe ich natürlich so aus, wie ich am Arbeiten bin, weil heute arbeiten wir nicht mehr so viel mit dem Kopf, respektive mit Stäubchen genommen. Und darum haben wir wieder so einen schwarzen. Und damals waren Chemiefeger wirklich schwarz gewesen? Damals waren Chemiefeger Brand teufels schwarz gewesen. Wirklich schwarz. Und sie haben noch Ruß geschluckt und geschnauft. Und von dort her müssen wir eigentlich sagen, die Chemiefeger und die Sennen, die in den Hütten waren, ohne Chemie oder was er so gerochen hat, die müssen alle schon gestorben sein wegen dem sogenannten Feinstaub. Mein Vorgänger, der in Grabs noch wohnt, der ist über 90 Jahre alt und der hat wirklich auch Ruß geschluckt und eingeschnauft und gemacht. Also kann es nicht nur am Feinstaub sein, dass der Mensch nur muss leben muss. Oder ist der Feinstaub nicht so gefährlich, wie man immer erzählt, vom Holz? Vom anderen, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und dann hast du zuerst Zitzers Chemiefeger? Dann bin ich auf Zitzers und habe dort mit Kostenlogie Chemiefeger gelernt. Also das war vor 10 Jahren, oder? Ja, das ist ein bisschen länger her. Das ist etwa vor 35, 40 Jahren. Herrgott, man sagt, dass ich da. Ja, danke dir schon vielmals. Ja, dann habe ich den Chemiefeger gelernt und die erste Anlage, also die ersten Tage, wo ich helfen musste, Chemiefeger, sind wir auf St. Luziensteig in die Armee. Häuser rein dort und mussten Kissen lupfen und Ruß kratzen und machen. Wirklich also richtig voll drauf los. Ohne Knieschoner, ohne Händchen dort mal noch, ohne Maske, mit dann einfach das Nasentuch um die Nase umgebunden, wenn es gestorben hat. Also ist meine Lehre angegangen und ich hatte einen sehr guten Lehrmeister gehabt. Er fragte so auf Deutsch gesagt. Ich hätte nicht einmal ein Pfefferlamp verwunschen, aber er hat ein sehr gutes Herz. Hat man sportlich sein, gell? Konditionell? Hast du noch ein bisschen klettern, je nachdem? Ja, damals hat man halt noch Chemie-Schleifen lernen. Und eine Chemie-Schleife, wenn man das denkt, ist das wie man muss sich ein Dreieck vorstellen. Unten ist es breit und oben wird es eng. Und wenn man dann in so eine Chemie-Schose eingestiegen ist, dann hat man sich sehr gut mit den Beinen spreizen, bis man mal in der Enge war. Und von dort weg ist man eigentlich Ring gegangen. Man hat sich dann gut können mit der Achsel, mit den Ellbogen und mit den Knien und mit den Beinen Chemie aufbewegen. Das ist eine eigene Technik, wo man dort mal lernen musste. Heute wäre das fast ein bisschen Tierlequälerei. Aber je nachdem, wenn du eingestiegen bist bei der Chemie-Schose, Chemie war je nachdem noch relativ lang, oder? Also wenn du dann verschifft wärst, wärst du dann zünftig eingerastet, ja, oder? Ja, das ist natürlich mehr als einmal passiert. Am Anfang musst du natürlich, schon, wenn es Ruß an der Wand hat, ist es noch glitschiger. Und dann ist man nicht mal, also die erste Mal, bin ich natürlich heillos auf die Blechheit wieder. Und bis man es dann einmal geschafft hat, zum wirklich so spannen, dass man ist. Und hat gemerkt, wenn ich mehr Kraft einsetze, zum Spannen, geht es wirklich upsie. Ja. Und das Schönste beim Opsi war, man hat immer irgendwo ein bisschen Helligkeit gesehen. Zu oben oben beim Chemiehut war es immer hell. Dann hat man können denken, wenn ich nicht oben bin, dann kann ich wieder mal richtig durchschnaufen. Und am Maiweg hat man dann wieder die andere Seite gekratzt. Wie lange waren denn so die längsten, weißt, Chemie, gewesen, wo dann müssen, quasi vom Einstieg bis wieder rauskommen? Ja, das sind halt dann je nachdem. Die Bündnerherrschaft hat dann schon Häuser gegeben mit 8 bis 12 Meter Höhe zum Schleifen. Und es hat auch höhere gegeben.
Also wenn ich uns auf dem Schloss anschaue, das sind dann schon zweieinhalb Stunden beim Schleifen im Chemie. Ja, da musst du dann schon gute Kondition haben. Und auch wissen, wie zwischendurch wieder mal kannst, einen Moment drüber, wie du verkeilst, dass du nicht zu viel Kraft brauchst. Das sind also Techniken. Ohne Gestellchen, ohne Seilsicherung? Ja, und hier alles ohne Gestellchen, ohne Seilsicherung. Hast du keinen Platz für Seilsicherung im Chemie? Herr Golesa, ich kann mir das immer noch vorstellen, im Militär habe ich müssen eine Röhre mal unten durch. Die ist ja natürlich fast anderthalb Meter, sie müssen unten durchkriechen. Und dann hat man vorne dann irgendwann nach irgendwie einem Jahr ein kleines Lichtfleckchen gesehen. Und dann sind wir dann dort rausgegangen, auf einen Platzangst gehabt. Und dann habe ich gedacht, das sind sicher 3-4 Kilometer gewesen. Weißt du, wie lange war das? Schon 150 Meter. Also ich kann mir das lebhaft vorstellen, oder? Also, hey, hast du nie Angst gehabt? Nein, ich bin nicht mit Platzangst. Also Platzangst hatte ich nie gehabt. Ich kann aber auch Leute begreifen, die das haben. Also das ist, wenn jemand Platzangst hat, ist der Beruf dort mal absolut. Also man muss schwindelfrei sein und keine Platzangst haben. Weil man auch jemand mal kriegt mit Öffnen und holt die Steine, wo, wenn die Steine hat, zum Putzen in den alten Herrschaftshäusern, hat es noch einen Stein zuhinterst im Ofen gehabt, der eigentlich aus der Tasche drin liegt. Dann musste man hinterher müssen den Stein rausnehmen, dass man den Kehrzug, wo dann der Steig und der Fallzug im Ofen war, hat man dort müssen rausnehmen. So hat der Ofen nachher umgezogen. Und der Lehrling war ein gutes Opfer für Derek. Der war schmal und hat dann hinter die Küche den Stein führen, den Ruß raus. Und dann hat man den Ruß vor der Nase und vor dem Kopf gehabt und hat dann den wieder rausgezogen mit den Bürsten. Und so hat man dann eben mal richtig schön schwarz ausgesehen. Und eben Chemiefeger, also das Russen ist eben wichtig, gell? Das ist schon wirklich eine Sicherheit. Viele Leute haben das Gefühl, das sei reine Kosmetik, oder? Aber ja, das wird halt eine längere mehr. Wir haben heute, Gott sei Dank, fast keine Füßbrünste mehr. Wir haben keine Brände mehr von wärmetechnischen Anlagen, also Föfe und von Heizungen und so. Und das kommt schon davon her, dass man halt den Chemiefeger turnusgemäß ins Haus kommt und das rausputzt. Und dann sieht man es halt sofort, ob irgendetwas nicht gut ist am Ofen. Das ist, meine ich, eben auch die nächsten Jahre sehr wichtig. Also, wenn der Chemiefeger kommt und sieht, hey, du hast im Ofen hinten einen Riss, es kann ja mal irgendwo ein kleines Erdbeben sein, das der Kunde gar nicht gemerkt hat. Aber dann gibt es einen Riss im Feuer um ihn und dann sagt der Chemiefeger, du, entweder musst du den Ofenbauer haben, oder also musst du selber reinkriechen und den Riss zumachen. Weil da, das sind Sachen, die einfach der Chemiefeger die Leute aufmerksam macht. Außerdem haben wir einen Ofen, also einen guten Zug im Ofen wieder, das zücht wieder beim Feuern. Und durch das belasten wir die Luft weniger. Wenn der Ruß raus ist, geht weniger das Chemie auf, dann haben wir weniger Schmutz. Also Feinstaub, Ruß, Asche in der Luft. Auf der anderen Seite, Ruß, Asche ist eigentlich ein natürlicher Abfall. Holz ist ein natürlicher Brennstoff, also er wächst nach. Und Holz ist, darf man immer noch sagen, CO2-neutral, weil bevor man das Holz mal verbrennt, tut es einen Haufen Jahre den Sauerstoff, also das CO2, trennen. Kohlenstoff nimmt es zum Leben und der Sauerstoff tut es uns wieder in die Umwelt. Also Holz wäre natürlich die Energie nach wie vor. Und eben, zwei Fragen geht jetzt noch. Also wir haben natürlich die Ökotube, gell, da oben, auf da kommen wir noch. Und du hast gesagt, du denkst den Ofen anschauen. Also wenn jetzt wir hier den Ofen, den wir vorher vorbeigelaufen sind, der Altofen mit dem Kachelofen, du würdest dann sehen, wenn oben das Blech nur 100% ist, also im Röhrchen hin, und dann müsstest du dann sagen, ist langsam ein bisschen eine Gefahr, oder? Also wir kontrollieren natürlich alles. Zuerst meistens fängt man beim Chemie an. Und wenn man dort schon sieht, dass entweder der Chemiehut oder der Ökotube nicht mehr funktioniert, wie er sollte, dann sagen wir das dem Kunden sagen und sagt, schau, da und da, das müsstest du ändern oder da müsstest du machen, dass das wieder tiptop funktioniert. Und das ist natürlich, wenn der Chemiefeger kommt und die Arbeit gemacht hat, ist das der Kunde die Sicherheit, es ist alles tiptop, es ist in der Ordnung. Und wenn der Chemiefeger sagt, das und das müssen wir machen, dann weiss es der Kunde auch. Es ist eine Sicherheit. Und wie du ganz so am Anfang philosophisch einen guten Tag angefangen hast, was machen wir, wenn der Strom einmal weg ist? Alle, die einen Naturzug offen haben, die können entweder eine Suppe machen oder ein Feuer und haben warm. Und alle anderen müssen dann irgendwie so ein Feuer machen. Aber heute gibt es ja auch die Feuerschalen, wo man von uns im Garten kann, ein Feuer machen kann. Nur müsstest du dann auch denken, dass ich richtigen Brennstoff hätte und nicht irgendwo Kehricht verbrennen. Bei Mikrotube musst du dann voll aufs Dach rein, gell? Nur bei allen, es gibt ganz moderne. Die neuesten müssen wir nur aufs Dach, die können wir von neu putzen. Die haben flexible Wellen drin, das ist kein Problem mehr. Wir gehen sowieso möglichst wenig mehr aufs Dach, weil die Zuhörer hat gar nicht mehr gerne einen Chemiefeger aufs Dach gehen, weil es hat doch einige Unfälle gegeben.
Eben, habe ich schon immer gedacht, also ihr seid dann auf den Dachgiebel entlang gelaufen und so weiter. Und Dachdecker, die muss sich inzwischen anschnallen und sicher. Also eben, habe ich gedacht. Und dann vor allem, hat sich das so geändert? Also ihr seid natürlich dann das ganze Jahr unterwegs, und im Winter und zum Teil hätten dann ja nicht müssen. Also und Terminierung ist nicht einfach, oder? Wenn ihr was macht? Also die Saison ist bei uns eigentlich das ganze Jahr. Vor allem im Winter hat man mehr Holz. Ist das früher auch schon so gewesen? Das ist immer so gewesen, ja. Und im Sommer dann hat man dann die Lichterarbeit gemacht, Ölführungen und Gas, je nachdem. Also die Saison bei uns läuft eigentlich das ganze Jahr durch, im Winter einfach ein bisschen strenger. Im Winter hat man auch ein bisschen mehr auf Picke. Wenn gleich einmal irgendwo ein Ofen nicht funktioniert oder einmal, sollte mal ein Ruhesbrand geben, dann muss natürlich der Chemiefeger auch zu weg. Also du bist dann auch, hast eine gewisse Verantwortung, wenn du bist, dass jetzt, wenn du etwas nicht gesehen hast, nicht etwas passiert. Also mit dem Rapport unterschreiben, dass der Chemiefeger da ist, über den Interchemiefeger bis zum nächsten Mal reinigen. Absolute Verantwortung über die Führung in dem Haus. Also wenn von dort aus irgendwann etwas passieren sollte, weiss der Kunde, ich bin absolut versichert von der GVA aus, von der Gebäudeversicherung aus. Sollte der Kunde das Gefühl haben, wir müssen sparen oder er kann mich nicht einlassen, dann gibt es dort ganz sicher, wenn es dann die Septizid brennen, riesen Problem, weil die GVA zahlt natürlich auch nur einfach Häuser, die abbrennen, wenn man nicht rauslassen hat. Das ist schon so. Und ihr seid ja relativ günstig, gell? Ihr arbeitet mit Punkten oder mit Stunden? Im Prinzip arbeiten wir im Regiestundenlohn. Wenn man das anschaut heute, dann können wir für eine Stunde im Haus ist. Und wenn man denkt, dass der zwischen 20 und 150 Franken dann die Stunde macht, mit dem Fahrzeug, mit dem Mann, mit dem Werkzeug, mit allen Utensilien, die man hat, dann ist das für meines Erachtens ein sehr günstiger Lohn, weil ich meine, der Chemiefeger, der so nach dem Kunden ist, Schweigepflicht hat, vor allem her, weil Chemiefeger meistens eine Amtsperson in dem Sinn, wir wissen auch viele Leute nicht, wir haben absolute Schweigepflicht. Und für die Arbeit, die wir machen, müssen wir dem Mitarbeiter auch eine Dusche zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, der einzige Beruf, der das Duschen aber auch bezahlt ist. Also jemand, der einen Chemiefeger oder eine Chemiefegerin hat, die hat mehr als ein anderer Mensch. Immer einen sauberen oder eine saubere am Abend daheim. Und gell, es gibt so länger mehr auch Mädchen, die Chemiefeger sind. Gerade letztens ist das Flums wieder einig gesehen. Auch vom Grabsenberg haben wir oben Chemiefegerinnen gehabt. Jawohl, es gibt inzwischen etwa ein Drittel bis zwischendurch die Hälfte der Lernenden, ich gebe noch ein bisschen Schule zu Rorschach, sind Damen, die das auch sehr gut machen. Und es mischelt auch ein bisschen auf. Also der Kunde ist pass überrascht, wenn mal ein Fräulein vor der Tür steht und sagt «Guten Tag». Mein Name ist so und so, ich komme bei Ihnen, gehe da auf den Putzen. Dann denkst du zuerst mal, oh, mag dich das? Eine Frau hat doch nicht so Kraft, ist gleich noch handwerklich, muss noch ein bisschen Energie anwenden, um die Sache zu machen zwischendurch. Und dann mit der Art und Weise merkt dann der Kunde schnell, die machen das mindestens gleich gut wie die Herren der Schöpfung. Also ich habe überhaupt kein Problem mit den Frauen, die das lernen. Die haben übrigens auch einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin und einen Lehrling. Eben, ja. Eben. Das ist etwas, wo du deine Freude den Beruf auch weitergeben kannst. Oder nebst dem, was du sonst musst, fachlich vermitteln natürlich. Ja, das ist für mich schon ganz wichtig, weil ich denke, ich war auch froh, dass ich irgendwo eine Stelle bekommen habe. Und ich meine, wir müssen uns wirklich die Verantwortung nicht wegschieben, aber kleine Betriebe, wie ich bin, sollte Lehrlinge ausbilden. Und ich habe ein wunderbares Team, ganz gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schon jahrelang. Ist der Mitarbeiter bei mir und wenn etwas ist, kann ich dem einfach unterwegs auch anrufen und sagen, du, dort und dort ist etwas und dann weiss ich, dass es gemacht ist und der Kunde weiss auch, das ist der Brunnen. Ja, und jetzt wird es ja auch länger komplizierter, also du hast so Pelletsöfen zum Zerlegen, unterschiedliche, oder? Also einfach ist es dann nicht. Also. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, einmal ein Kunde, Sie kommen in einen Baumarkt oder so irgendwo her oder in eine Heizungsbude, ist ja gleich wo, und sehen x Heizungen, also vom, ich will jetzt kein Produkt nennen, hat hunderte verschiedene Heizungen. Und die Heizungen und die Pelletöfen und die Ölöfen und die Ofen und die Kachelöfen und die Specksteinöfen, die müssen wir alle wissen, zumindest wissen, wie reinigen. Und dann, wenn es nicht weitergeht, müssen wir wissen, wo kann man es technisch Merkblatt für eine um die Sache zu putzen. Also wir betreiben sehr grosse Weiterbildung bei uns, dass eben der Kunde Gewehr hat, der kommt raus. Und das macht sich natürlich sehr schlecht, wenn der Chemiefeger kommt und irgendwo anfängt rumzuschrauben. Und die Löcher wären ganz an einem anderen Ort. Ja, ich muss sagen, ich habe selber einen Pelletsofen, ich habe schon probiert und so. Es ist manchmal nicht einfach, gell? Also da musst du betriebsseitig für eine Tundenierung vorbereiten, immer in der Kurs Weiterbildung, oder?
Ja, mit uns ist vorbereitet und haben natürlich in Rorschach, unserem UK-Zentrum, haben wir diverse, immer die neuesten Öfen kommen mit dorthin. Wir schulen die Lehrlinge schon dort. Auch die Mitarbeiter müssen mindestens im Jahr zwei Tage Weiterbildung betreiben. Immer das Neueste wieder. Das wissen, aha, das könnte man so machen, das könnte man so machen, das funktioniert so. Und das ist, meine ich, schon sehr wichtig. Und das, der Kunde ist dann nachher auch zufrieden, wenn er merkt, da kommt jemand, der nachher Tipps geben kann und sagt, hey, schau, wenn du das schon rausnimmst, kannst du es einmal auch so machen. Vielleicht stüpft es dir dann weniger. Jetzt haben wir viele vom Chemiefeger geredet, aber eben, du bist ja ein Poet, da haben wir gesehen, da haben wir am Anfang so etwas gehört, daraus raus. Da ist es auch darum gegangen, um das Universum, keine Fragen, du gibst Antworten. Jetzt wollen wir auf diese Geschichte zurückkommen. Also, wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen? Das kommt eben meistens, wenn man, also wie soll man sagen, sein kann. Also absolut einfach nichts muss, sondern darf. Dann kommt die gute Idee. Oder ich gehe dann zwischendurch halt auch mal irgendwo gelaufen, einmal für mich allein. Und dann tun ich mal, man darf fast nicht mehr sagen, heute eine Zigarre anzünden und ein bisschen unterräucheln, wie man sagt. Und dann kommen schon noch so diverse Ideen. Das Leben ist ja nicht nur der Job, das Leben ist ja eigentlich alles zusammen. Und wenn man Menschen irgendwo ein bisschen gern hat, dann kommen dann auch lustige Geschichten zu und lustige Ideen. Der Kind erzählt ja mal Geschichten von Wischli, Waschli und Wuschliwip. Das sind zwei Rußläuse, die im Nastüchle beim Chemiefeger wohnen. Und dann, wenn der Chemiefeger kommt, sage ich, jetzt gehen wir noch die Rußläuse suchen im Ofen. Also deine Kind? Nein, der Kind, die dann halt dort im Haus sind. Ja. Von deinen Kind? Von meinen Kindern, die sind schon alle draußen. Ja, schon, aber kein Chemiefeger geworden? Einer ist Chemiefeger, der hat zuerst Bäcker-Konditor gelernt, weiss. Und dann hat er leider nach der Lehre eine Mehlallergie bekommen und jetzt hat er in der Zwischenzeit ist er umgeschult das auf Chemiefeger. Eben, das wollte ich nicht wollen sagen. Ja. Ich habe nicht gewusst, ob du das erzählen wolltest. So. Das war ja schon bei uns schon. Im Haus. Gewesen, ja. So. Und darum hat es mich immer erstaunt, ich gewusst, dass die Mehlallergie hatte. Ja. Aber Ruß? Ruß macht ihm jetzt gar nichts. Ganz er spät. Hat auch Freude am Job und ist inzwischen an der Meisterprüfung dran. Und ist natürlich gleich schlank wie du, also der könnte natürlich noch in die Chemie kommen. In etwa glaube ich schon. Ich weiß es nicht, wie es gerade war, über die Weihnachtstage, ob er jetzt so ein bisschen zugelegt hat, aber ich sehe ihn dann wieder, wir schauen dann mal. Eben, aber so eine Fitness, eine Sportlichkeit, das ist einfach unabdingbar, gell? Das ist, man sollte eine gesunde Konstitution haben für Chemiefeger, weil man kommt dann doch auch in die Häuser rein, wo halt etwa Grippe grasiert oder rum ist. Und von dort her muss ich schon sagen, wenn man immer ein bisschen unter Leuten rum ist, in den Leuten drin ist, braucht es ein bisschen einen gesunden Körper. Und das holen wir uns mit Schaffen. Du hast schon ein paar so schöne Bücher mit Fotos hinausgegeben. Drei oder vier? Ja, das letzte Jahr ist das fünfte rausgekommen. Das fünfte, ja. Eben sogenannte, wo ich jetzt die Geschichte vorgelesen habe, ganz am Anfang. Das heisst Ui und Ei. Und ja, irgendwo spinnitisiert es wieder im Kopf umeinander, dass dann vielleicht wieder einmal eins kommt. Wir können sicher noch mal eins vorlesen. Komm, wir blättern mal rein. Du kannst eins holen natürlich. Ja, hast du eins dort? Dann holen wir noch eins. Du bist einer, der nicht alles im Fernsehen vorliest. Gell? Nein, bist... gerade alles nicht, aber ich habe mal ein Büchlein geschrieben. Seelenkügeli ist leider vergriffen. Jetzt zeig es mal eine schöne Kamera dort. He? Genau, da, und da ich kann mich erinnern. Sieht man das so? Ja. Das sieht man. Meine Frau nickt auch. Ja, wunderbar. In dieser schnelllebigen Zeit möchte ich auch muntern, Zeiteinheiten für sich selber einzusetzen. Einfach Ruhe einkehren zu lassen, um zu sein. Eines der edelsten Geschenke für Freunde ist doch nicht das Geschenk, sondern die Zeit, die man ihnen schenkt. Schenken wir Edelzeit. Ist das jetzt, wie du ein Poet bist, dass man den Chemiefeger natürlich damit verbindet, wenn der einem dann ein gutes Neues wünscht, hast du Glück das ganze Leben? Oder ist es generell, willst du so Chemiefeger machen? Jeder? Chemiefeger, der Grabser oder Grabser-Chemiefeger sind alles Vollblutglücksbringer. Ich habe natürlich jetzt ums neue Jahr immer irgendetwas im Sack als Glücksbringer, ob es ein Goldmünzli ist oder ein Eieräppel oder ein kleines Chemiefegerli. Ob das alle Chemiefeger rundherum machen, ich hoffe es. Ich gebe es mit auf den Weg. Sie sollten das machen, weil das ist ein riesen schönes Image, das wir immer noch dürfen haben. Wenn der Chemiefeger im Haus war, dann haben wir einen guten Chemiezug und keinen Brand. Von dort her kommt das Glück beim Chemiefeger. Ja. Aber eben Glück kann jeder Mensch, der aufgestellt ist, dem anderen auch schenken. Also es muss nicht unbedingt ein Chemiefeger sein. Es ist natürlich toll, wenn die Leute kommen und sagen, Chemiefeger bringst du mir noch Glück. Ja. Das ist schön.
was hast denn du dort gebracht? Hast du eine Schachtel gebracht, wo du gekommen bist? Was war das? Dort sind jetzt halt über das neue Jahr gibt's so Bonbons mit Chemiefäger. Warte mal schnell, meine Frau hinter der Kamera geht mal schnell, zieht den Kopfhörer ab und holt es eben mal. He? Nein, sie ist dort, Hilde, sie ist gerade dort hinten dran. Ja, genau. Also wir sind hier spontan, oder? Und wir wissen, dass es ja, genau. Komm mal vorher und zeig es noch. Dann müssen wir das so. Schon einmal zeigen. Da. Und jetzt habe ich eben mit Schrecken festgestellt, dass wenn man den hier züchtet, dann gibt es einen Klapp und ich will die Leute nicht verschrecken. Darum habe ich es noch eingepackt lassen. Ja. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Es kommt ein Bonbon vor und dann gibt es irgendwie, klipft es noch. Und ich bin eigentlich nicht so der Klipfertyp vom Neujahr. Ah. Also ich habe am Neujahr weder gerne Raketen noch das gross klipft. Das können wir einmal im Jahr am 1. August machen, die es wenden müssen. Aber ich werde die dann einfach als Zierde aufstellen. Ja, das hast du jetzt mitgebracht zum Zeigen, oder? Ja, das habe ich mitgebracht zum Zeigen. Und wenn du dann da ziehst, dann gibt es einen Klapp. Dann gibt es einen Klapp. Aber hat das was mit dem Chemiefäger zu tun? Das Einzige, was drauf ist, sehen Sie, der Chemiefäger wird überall ein bisschen missbraucht. Ja, ja, genau. Alle haben noch den Chemiefäger drauf. Aha, ja. Und dann haben wir hier noch nicht den Champis, den holen wir jetzt noch. Den wollen wir schon noch holen. Weil, da müssen wir es vielleicht auch noch sagen. Du bist, wie du so bist, du bist nicht einfach nur gekommen. Ich habe vorgestern telefoniert, hast sofort gesagt, du kommst, obwohl du jetzt ja eigentlich auch noch eine Ferien hättest, bist noch gut rausgekommen und so weiter und so fort. Hast deine Arbeit da gemacht und hast dir noch dies und jenes mitgebracht. Also, was dich auszeichnet, ist, dass ja nicht nur gerade einfach ja, jetzt etwas, jemand bist, der ruset, sondern dass du immer freundlich bist. Bist du alle wieder so? Also ich bin sehr, sehr ein ausgeglichener Mensch dort. Ja. Also ich, wahrscheinlich habe ich Gen mehr mitbekommen. Ich bin einfach am Morgen schon, wenn ich aufstand, fällt es bei mir an, pfeifle, und freundlich und fröhlich. Weil sicher gibt es bei mir auch ernste Zeiten. Und die ernsten Zeiten, denke ich, gehe ich dann eben für mich allein irgendwo gelaufen und das wieder einmal erden. Ja, sie ist nicht im ganzen Korb gekommen. Wir brauchen nur die Flaschen, nur den Champagner. Jawohl. Also eben, wie gesagt, also wir wollen ja zeigen, dass wir hier beide spontan sind, unterwegs sind. So, wir haben sie bekommen von hinten. Charles Bertin, hat das etwas Spezielles auf sich? Nein, das ist einfach ein gutes Champagner. Ja. Und im Neujahr sollte man ja nicht unbedingt mit Fussel anstoßen, sondern genau. Etwas Gutes nehmen. Und dann eben ganz ein gutes, ein freudreiches, ein gesegnetes, tolles. Und vor allem, geht mit Mut ins 2017. Es wird viel besser, als all gesagt wird. Und das machen wir jetzt mit einer ganz speziellen Perspektive noch. Paul, vielen Dank, was so jetzt nachdem du vielleicht nachher allen noch ein gutes Neues wünschst, ist denn dir selber dein grösster Wunsch für dich? Mein grösster Wunsch ist, dass wir dass in den Medien ein bisschen mehr positive Nachrichten bringen. Wenn ich denke, was die letzten Jahre alles, also die letzte Zeit alles passiert auf der Welt, das ist furchtbar. Es gibt Menschen, die Nachrichten den ganzen Tag fast zu viel hören, die negativen Nachrichten. Sie kommen fast in Depressionen rein, das merkt man auf der Arbeit, wenn man in die Häuser kommt. Und dass man vielleicht auch diesen Menschen sagt, zündet euch jetzt an und lasst vielleicht Nachrichten einmal im Tag. Wenn dann noch in der Zeitung gleich die Zeitung auch noch kommt um die Zeit herum, wo es eben eine eher dunkle Zeit ist, vom Sterben und weiss sie was alles, dann denke ich, müssten wir auch in den Medien eine Verantwortung übernehmen. Vielleicht dieselben Bilder oder dieselben Zeiten. Logisch muss man das bringen, was kommt, aber vielleicht ein bisschen weniger und ein bisschen mehr aufschalten, ein bisschen mehr gute Nachrichten bringen, dass ein Mensch zwischendurch auch besser geht. Ich wünsche einfach allen viel, viel Glück und eben gute Gesundheit für 17. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war der Paul Grässli. Wir sehen es noch in einer ganz speziellen Perspektive. Und vielleicht, was er am Schluss noch gesagt hat, vielleicht merkt ihr euch das. Vielleicht stellt ihr vielleicht um 7:30 einmal ab. Nichts gegen die Tagesschau, aber es ist wirklich so, schlechte Nachrichten verderben einem öppen mal auch den ganzen Tag. Und es stimmt ja vielleicht auch nicht alles. Und manchmal sind die vielleicht gar nicht so relevant, wie sie von weit, weit her können. Und es geht ja dann sehr oft um Einschaltquoten und natürlich eben auch darum, wie oft wird etwas angeklickt und so weiter. Also, tönt euch doch das lieb, dass ihr euren Tag lebt, dass ihr frohgemut ins neue Jahr hineingeht. Und ja, der Paul Grässli, er zeigt jetzt euch noch, wie man das macht und seine Wünsche jetzt von ganz an einem anderen Ort. Also, gutes neues Jahr. Schön langsam. Das Dach geht auch noch ein bisschen träufeln. Viva!